Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier zu Susi 3. Ich bin's, der Bio von ÖPNV-Simulation. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, es tut mir so unendlich leid, Leute, dass wir heute schon wieder die VDE 8.1 fahren. Aber sie macht einfach so unglaublich viel Spaß. Jetzt hatten wir ja den ICE oder verschiedene ICE-Varianten. Zwar fahren wir heute auch mit dem ICE, allerdings mit der Baureihe 411. Und ja, ich würde sagen, wir springen rein, werden jetzt erstmal hier die Zeit vorspulen und dann klappt das Ganze. Also, seitdem ich jetzt diese Karte habe, bin ich zurzeit nur noch hier unterwegs. Das macht einfach so unglaublich Spaß, hier einfach zu fahren, mit höheren Geschwindigkeiten mal zu fahren. Ist es schon echt angenehm. So. AFB. Können wir schon mal soweit alles vorbereiten. Ja, also wir werden uns in den nächsten Folgen mal auch mal wieder ein paar andere Karten angucken. Aber wie gesagt, zurzeit ist die jetzt hier absolut im Rennen bei mir. Sie macht so Spaß. Also ich habe ja nun noch nicht wirklich das absolute Highlight gefunden hier in Susi. Aber diese Karte, ja, die übertrumpft einfach alles. Also doch, das muss ich sagen. So, wir springen mal raus, schauen uns das Ganze, wie gesagt, an. Das ist unser Modell hier, was wir haben. Heute, ne? Schließvorgang eingeleitet. So, Türen schließen sich. Wir haben Abfahrt. Los geht's. So. Und damit geht's wieder nach Teuern. So, die SIFA bestätigen. Schön auch, dass man hier wirklich mal die ganzen Züge auch mal testen kann, Etze. Ganz entspannt, ganz in Ruhe, ohne Stress und hast du nicht gesehen. Dafür ist sie wirklich gut, ja, um mal die ganzen Baureihen mal so durchzutesten. Also wenn ihr Susi besitzt, dann müsst ihr euch die Karte auf jeden Fall mal anschauen. Weißt du, in den letzten zwei Folgen sind wir jetzt hier schon gefahren und jetzt das dritte Mal. Aber wie gesagt, das nächste Mal schauen wir uns denn mal wieder eine andere Tour an. Hier in Susi. So, und wir dürfen uns 100. Oder 20. Und natürlich die SIFA nicht vergessen. Vielleicht jetzt ein bisschen besser.
So, unser nächster Punkt ist Meilenstein 175. 175.1, da müssten wir das Ganze um 7.39 Uhr passieren. Das macht so unglaublich Spaß hier zu fahren. Ey, das ist wirklich sehr angenehm. So, und hier sehen wir zum Beispiel Zuglänge. Aber VMAX sehen wir hier nicht. Ist von allen, die wir jetzt hatten, der am langsamsten, der unterwegs ist. Und habt da halt die Möglichkeit, euch mal ein bisschen mehr von der Strecke anzuschauen. Also wie gesagt, es ist großartig. Davon deutlich mehr freue ich mich drüber. So. 230. Wunderschön. Wunderschön. Ja, jetzt müsste ja der Release jetzt sein von Susi. Wie gesagt, hoffe, ihr habt da mal in die Kommentare gepostet, ob er euch jetzt Susi holt oder nicht. Habt natürlich auch, habe ich die ganze Zeit noch nie irgendwie erzählt oder sowas, die Möglichkeiten, hier selbst eure Strecken zu bauen, halt praktisch wie bei dem Trainsimulator Lotus oder Omsi, ne? Könnt ihr euch hier natürlich auch austoben. Ich glaube, das geht ja auch mit fiktiven Modellen, bin ich mir aber nicht so 100% sicher. Also wenn ihr da in Baulaune seid, denn wie gesagt, könnt ihr das Ganze hier auch in Susi machen. Objekte werden auch permanent mitgeliefert. Sodass ihr euch dann von diesen ganzen Objekten euch daran bedienen könnt. Wie gesagt, DLCs oder sowas gibt es nicht für Susi. Das ist halt der Vorteil gegenüber dem Train Simulator. Ja, Leute, die haben den Microsoft Flight Simulator angekündigt. Bin ich ja irgendwie voll happy. Nach so vielen Jahren kündigen die einfach mal Microsoft einen absoluten neuen Simulator an. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass da irgendwie gar nichts mehr kommt, so seitens Microsoft. Und doch, die hauen auf der E3 einfach mal den nagelneuen Microsoft Flight Simulator an. Und das sieht so gut aus. Also wenn das jetzt keine vorgerenderten Sachen waren oder sowas, dann sieht das so, so genial aus. Deswegen, so wie ich es halt auch in dem News-Video gesagt habe, der Train Simulator 2 ist vielleicht gar nicht so weit entfernt. Aha, vielleicht kriege ich den doch noch. Würde ich mich persönlich natürlich tierisch drüber freuen. Und dann mache ich ein mega Let's Play, ja, wenn das Ding angekündigt wird. Der Train Simulator von Microsoft, der neue irgendwann mal in 20.000 Jahren oder so, werde ich meinen Microsoft Train Simulator 1 nehmen und werde einfach alles durch Let's Playen, egal was ist, ob Add-on von Karten oder sowas, also werde ich, das ist mir egal, das mache ich dann einfach. Das mache ich dann einfach, alle Add-ons, ich meine, ich besitze ja so gut wie fast jedes deutsche Add-on für den Microsoft Train Simulator, also meine Sammlung ist schon
episch. Und dann hau ich da diese, mach ich da ein Riesen-Let's Play draus. Bis zur Veröffentlichung von den Train Simulator 2 dann, oh, das wäre. Aber wie gesagt, also Hoffnung stirbt zuletzt, ne, sagt man ja immer so, wenn das Ding irgendwann mal kommt. Denke mal, jetzt geht es erstmal darum, um zu schauen, wie kommt jetzt der Flight Simulator an bei der Community, ja. Und ja, meine Microsoft hatte damals ja angefangen mit dem Flight Simulator, ne? Und dann kam ja auch irgendwann der Microsoft Train Simulator raus. Wie gesagt, also Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde mich halt tierisch drüber freuen. Das wäre so ein Remake, so ein Teil auf jeden Fall, wo ich schon, ja, bestimmt schon gute 15 bis 20 Jahre warte. Dass da irgendwann mal ein Nachfolger kommt. Wie gesagt, dadurch, dass sie jetzt den Flight Simulator angekündigt haben, den werden wir uns hier auf diesem Kanal definitiv anschauen. Definitiv, das sage ich jetzt schon. Hat zwar nichts mit Nahverkehrssimulatoren zu tun oder sowas, aber da bin ich so gehypt drauf, dass ich mir das nicht nehmen lasse und mir das hier anschaue. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich mir X-Plane nochmal anschaue. Da wäre, also ich hätte ihn auch hier, X-Plane 11, ja. Ob ich mich da schon mal so langsam rantaste erstmal oder macht man auch den Flight Simulator X, um dann nachher dann irgendwie zu zeigen, so pass auf, damals und heute. Tja, da bin ich immer noch am Überlegen, wie ich, ob ich da irgendwas mache in der Richtung, wie ich es dann halt mache. Wäre es auf dem Microhazard TV gewesen, wäre es kein Problem gewesen, ne? Aber hier weiß ich, dass dem einen oder anderen eventuell nicht interessiert. Aber wie gesagt, also noch steht nichts fest, noch habe ich nichts geplant in der Richtung. Ich überlege halt, ne, aber so ein festes Projekt ist da jetzt erstmal von meiner Seite jetzt nicht geplant. Dafür habe ich einfach viel zu viele Simulatoren aktuell, wo ich mich jetzt schon wohlfühle, reinfinde. Wie gesagt, jetzt Susi war jetzt die letzte große Simulation, die ich mir jetzt erstmal hier so auf meiner To-Do-Liste gesetzt habe, dass ich da gerne mehr zeigen möchte von. Aktuell klappt es ganz gut, aber es liegt auch einfach mal an der wundervollen Strecke. An dieser wundervollen Strecke liegt das einfach, dass ich gerade so ein paar Videos zu Susi bringe. Also das ist großartig. Oh, wir sind schon mal 159. 154 müssen wir um 7.46 Uhr passieren. 154, Meilenstein 154, 7.46 Uhr. Ihr seht, ne, Spitze. Von der Baureihe 411, gerade mal knirsch 230 km/h. Aber wie gesagt, wenn es so ist, denn der Train Simulator von Microsoft kommt, dann bin ich mal gespannt, was Dovetail Games macht. Obwohl der Microsoft Train Simulator es deutlich schwerer haben dürfte als der Flight Simulator, weil neben X-Plane 11 gibt es halt nichts. Da ist halt nichts verfügbar. Aber hier zum Beispiel haben wir Susi, wir haben den Train Simulator von Dovetail Games, wir haben Train Sim World. Dennoch der Microsoft Train Simulator. Wir haben noch Trains. Ja, also das sind schon ein paar Simulatoren auf jeden Fall, gegen die sich der Microsoft Train Simulator behaupten müsste. Und mehr als ein Punkt so. Obwohl, doch, es würde noch besser funktionieren. Tatsächlich.
wenn halt der Microsoft Train Simulator mit der Optik von Dovetail Games kommt, aber mit der Technik von Susi. Schon hat der Train Simulator gewonnen, Alter. Schon hat der Train Simulator gewonnen. Naja, spekulieren wir mal jetzt hier nicht so viel. Wie gesagt, vielleicht ist es halt nur, weil wirklich Wunschdenken, dass irgendwann mal in der Richtung kommt. Solange haben wir einen Susi und den Train Simulator von Dovetail Games. Das soll uns auf jeden Fall reichen. Obwohl ich jetzt aktuell, ich habe es ja in den letzten Folgen schon gesagt, immer mehr zu Susi tendiere. Weil ich halt diesen Grafikstil einfach so mag. Aber das ist, wie gesagt, auch bei OMSI. Viele mögen die Grafik von OMSI nicht. Ich finde sie großartig. Genauso ist es bei Lotus. Lotus hat für mich eine absolut geniale Grafik. So wie halt die Welt halt wirklich aussieht. Das hatten wir auch schon ein paar Mal im Thema. Und Susi ist genauso in diesem Farbschema drin, wie ich mag. Von daher alles richtig gemacht, dass man mit Susi. So, das haben wir allerdings wieder nicht aufgepasst. Meilenstein 137. 8 müssen wir um 7.51 Uhr passieren. Wie gesagt, also diese Strecke bietet sich halt wirklich mal an, entspannt zu fahren, ruhig zu fahren und sich mal so die ganzen Loks halt einfach mal anzuschauen. Ich hatte ja letzte Mal ja sowieso mal gesagt gehabt, wartet, dass man sich ja Susi auf jeden Fall mal angucken soll, weil es halt doch mehr bietet als 60 Euro halt. Erstmal so angegeben, ne? Viele denken so 60 Euro, ja, boah, voll teuer und so. Hatte ich in der letzten Folge ja schon angesprochen. Jetzt habe ich aber hier nochmal die Originalverpackung von Susi mir mal rausgekramt und ja, was soll ich sagen? Also, ihr habt hier insgesamt über 300 Kilometer Strecken, über 170 Fahrzeuge in über 600 Varianten. Authentisches Fahr- und Bremsverhalten, originalgetreue Signalisierung und Fahrplangestaltung, Zugsicherungssysteme, LZB, PZB in diversen Varianten. Das ist alles dabei. Das sind diese 60 Euro. So, jetzt rechnet euch doch mal zusammen, was ihr jetzt für den Train Simulator von Dovetail Games jetzt ausgegeben habt. Für 5 Strecken. Dann würden wir vielleicht diese 300 Kilometer auch noch knacken. Okay, diese 300 Kilometer Strecke, die wäre da vielleicht noch mit drin. So, aber wie viele Fahrzeuge habt ihr denn da? Ihr kriegt vielleicht, wenn es hochkommt, zum Pro-Add-on, ja, zwei Züge oder sowas. Rechnet man das Ganze auf 4 Strecken hoch, habt ihr insgesamt 8 Züge. Und Susi bietet aber von vornherein schon 170 Fahrzeuge in 600 Varianten an. Das ist großartig und das alles kostenlos. Ihr bezahlt nichts dafür. Sämtliche Add-on-Strecken oder sowas, die da rauskommen irgendwie für Susi, ja, die bekommt ihr kostenlos. Und dafür sind doch diese 60 Euro mehr als okay, finde ich persönlich. Ich meine, was kostet so eine Lok, wenn ihr euch die im Steam Store kauft? Ja klar, im Steam Store darf man halt auch, aber auch dann knackt ihr diese 170 Fahrzeuge nicht. Das ist halt einfach unrealistisch, dass ihr das ganze Train Simulator Dovetail Paket mit 170 Fahrzeugen, ja, insgesamt für 60 Euro bekommt. Ist nicht drin. Leute, das ist nicht drin. Ich zeige euch hier wirklich nur die minimalste Sammlung, die es aktuell jetzt hier in Susi gibt. Ja, das ist jetzt Wahnsinn. Ich muss da mal ein bisschen auf jeden Fall nachbessern. Auf jeden Fall 60 Euro für Susi ist absolut gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Klingt, wie gesagt, auf den ersten Blick voll teuer, im Gegensatz zu den Train Simulator von Dovetail Games. Aber das, was da drin ist, halt, ne, darf man nicht vergessen. Und dann, wie gesagt, auf allen Strecken, auf allen Zügen oder in allen Zügen funktioniert das komplette Fahrsicherheitssystem.
Da gibt es nicht ein Fahrzeug, was das nicht unterstützt. Nein. Uhr, haben wir auch schon wieder passiert. Alles klar, also wir sind sehr, sehr pünktlich. Wir sind ja auch schon bald im Teuern wieder. So, und zwar jetzt in 10 Kilometer. Nein, Quatsch, 31. Ne, wir sind schon unter 10 Kilometer. Unter 10 Kilometer sind wir schon. Und ja, ich werde dafür nicht bezahlt, ja. Also das kommt direkt von mir, diese Empfehlung halt, ja. Das kommt jetzt nicht, weil ich jetzt dafür Geld bekomme oder weil ich jetzt diese Version geschenkt bekomme. Ich musste auch wie jeder andere 65 Euro bezahlen. Bei Zusi, weil ich ja halt diesen USB-Stick habe, ne, in der richtig geilen Verpackung. Musste ich mir das auch selber kaufen. Also ich kriege hier nichts für, ne? Dass ich hier. Aber das ist wirklich eine Empfehlung für jemanden, der halt mehr auf Realismus legt, als wie halt auf Grafik. Also das ist bei Omsi so. Ich mag das, weil sich das einfach echt anfühlt, Omsi. So, jetzt müssen wir schon in den Bremsvorgang gehen. So, und dann erreichen wir auch schon unser Ziel. Wie gesagt, ihr wisst, dass ich da halt auch sehr, sehr viel Wert drauf lege, dass die Simulationen schon sehr realistisch dargestellt werden, dass es halt auch nicht so ein Quark ist wie zum Beispiel ein Bussimulator oder sowas. Ja, lege ich da halt schon persönlich sehr, sehr viel Wert drauf. Und Zusi einfach existiert schon seit gefühlt Jahrzehnten und ich wusste davon einfach nichts. Das ist so traurig. Jetzt muss ich meine Liebe zu Zusi entdecken, damit das Ganze denn ich denn auch für mich habe. Ich meine, so ganz warm bin ich noch nicht mit Zusi, aber das kommt alles noch mit der Zeit, denke ich mal. So, und da wären wir schon wieder. Ende der Folge, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat die Folge dennoch gefallen, auch wenn wir sie jetzt schon zum dritten Mal abgefahren sind. Aber wie gesagt, heute mal mit dem BR411. Schöner Zug, sehr langsam allerdings. Joa. Hoffe ich dennoch, dass euch die Folge dementsprechend gefallen hat und dass wir uns dann zum nächsten Part Zusi hier wiedersehen, hier auf diesem Kanal natürlich. Ja, würde ich mich persönlich sehr drüber freuen, wenn ihr da wieder einschaltet und immer schön den Daumen nach oben drücken, damit YouTube erkennt, dass wir hier gute Videos machen. Das ist euer Part, den ihr denn machen müsst für mich hier, damit das Ganze nachher großartig wird. Das war jetzt, weil wir jetzt außerhalb des Fensters waren. So, eieiei. Schlechter Fahrstil. Eine Zwangsbremsung? Habt ihr eine Zwangsbremsung erkannt? Eben gerade war keine Zwangsbremsung, da war bloß die Fehlermeldung gewesen, dass wir ein bisschen langsam fahren sollen. Alles klar. Mysteriös. Okay, dann geht's nicht anders. Wie gesagt, wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall mal eine andere Strecke mal wieder anschauen. Ich guck mal, was ich hier so Interessantes finde. Und ja, sonst sehen wir uns zum nächsten Part zu Sie wieder. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschalten, Einschalten und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.